Herzlich willkommen bei Motorwoche, heute mit dem Offroad-Kombi schlechthin, dem Subaru Outback. Seit 1996 wird der erhöhte Allradkombi in Deutschland verkauft. Ursprünglich als Crossover-Variante des Legacy ist seit 1999 der Outback ein eigenständiges Modell, welches sich vor allem in den USA großer Beliebtheit erfreut. Mit 4,82 Meter gehört er zu den größeren Kombis. Das Design ist Subaru-typisch schlicht und unaufgeregt. Klare Linien und die Offroad-Beplankung sind das Erkennungszeichen des Outback. Im Innenraum zieht das Audio-Infotainment-System mit einem größeren 8-Zoll-Bildschirm über der Mittelkonsole Aufmerksamkeit auf sich. Allgemein ist der Innenraum sehr robust und bietet auf allen Plätzen ordentliche Platzverhältnisse. Der Kofferraum offeriert mit einem Volumen von 559 bis 1848 Liter reichlich Stauraum. Wer einen unaufgeregten Cruiser sucht, der ist beim Outback richtig. Das Fahrwerk ist sanft und komfortabel abgestimmt. Wie für Subaru üblich, ist der Japaner mit permanentem Allradantrieb ausgerüstet. Unter der Haube steckt ein 2,5 Liter Vierzylinder Boxermotor ohne jegliche Aufladung. Dieser leistet 175 PS und erreicht einen Drehmoment von 235 Newtonmetern. Gekoppelt mit der Lineatronic, einem stufenlosen Automatikgetriebe, das mit 7 einprogrammierten Stufen agiert, erreicht der Outback in 10,2 Sekunden die 100 km/h und bei 198 km/h ist Schluss. Wir haben unseren dritten Subaru im Test. Das ist der Subaru Outback hier in der Sportvariante mit dem 2,5 Liter Boxermotor. Die Verarbeitung ist hier im Subaru sehr robust. Es fühlt sich alles sehr gut an. Es ist schön verarbeitet. Nur die Materialauswahl könnte etwas besser sein. Was mich sehr überrascht hat, sind die Platzverhältnisse hier im Outback. Auch hier vorne sitzt man selbst mit Schiebedach ziemlich bequem. Man hat genügend Raum zu den Seiten und vor allem auf der Rückbank hat der mich überzeugt. Das wohl interessanteste an einem Subaru ist der Motor. Wir haben hier einen Boxermotor mit 4 Zylinder, 2,5 Liter Hubraum und 175 PS mit einem Drehmoment von 235 Newtonmetern. Das ist natürlich nicht ganz so viel. Man wünscht sich hier einen Turbomotor, denn gerade wenn man beschleunigt, überanstrengt sich der kleine 2,5 Liter Motor ohne Turboaufladung. 10,2 Sekunden sind schon ziemlich viel. Dafür beschleunigt er dann aber auf bis zu 198 km/h, was auch in seiner Klasse nicht gerade richtig viel ist. Also er macht das aber sehr souverän. Gerade das Fahrverhalten hier im Outback ist sehr positiv zu sehen, sehr komfortabel, reisetauglich ohne Ende. Also der Kofferraum bietet ja noch genügend Platz. Also das ist schon ein Crossover, der für die Reise gedacht ist. Den Verbrauch gibt Subaru mit 7,3 Litern an. Das habe ich selber noch gar nicht geschafft. Also unter 8,5 bis 10 sind locker drin. Und wenn man dann noch ein bisschen fliegen lässt mit dem 2,5 Liter Boxer, dann könnte es auch etwas mehr sein. Ein Manko, was mir in dem Subaru gar nicht gefällt, ist das CVT-Getriebe, Lineatronic genannt. Es sind natürlich ein paar Stufen einprogrammiert worden, um genau zu sein 7. Aber trotz allem, wenn ich Vollgas gebe, dann dreht er direkt hoch bis 5 und hält die extrem lange. Das ist natürlich Geschmackssache. Mir persönlich gefällt das überhaupt nicht. Aber es gibt auch genügend Leute, die das ziemlich abfeiern. Zum Kurvenfahren ist er jetzt nicht so geeignet, da er doch sehr schwammig ist. Und die hohe Bodenfreiheit ist natürlich auch kein positiver Punkt für schnellere Kurvenfahrten. Kommen wir zum Fazit vom Subaru Outback Sport mit dem 2,5 Liter Boxermotor. Dieses Auto ist natürlich sehr beliebt beim Jäger, beim Förster oder auch bei Hundebesitzern, da der Kofferraum wirklich super geeignet ist, um einen Hund zu transportieren. Ich finde ihn wirklich toll. Was mich stört, ist der etwas zu hohe Verbrauch. Man könnte ihn etwas knackiger machen vom Fahrwerk, weil er bietet wirklich viel Komfort, aber wenig Sportlichkeit. Dann kann man hier am Lenkrad ja die Einstellung vom Motor verändern. Das ist einmal Intelligence und Sport und
Sport, da kommt irgendwie nichts wirklich. Was mir persönlich noch fehlt, ist natürlich eine richtig sportive Motorvariante. Ein Subaru ist für mich immer irgendwie auch sportlich gewesen und das ist dieser Kombi hier überhaupt nicht. Er ist sehr komfortabel, dürfte etwas knackiger sein. Was schön wäre, wäre ein Turbo. 2,5 Liter Turbo aufgeladen wäre natürlich richtig geil, weil dann hätte er auch mal einen Drehmomentverlauf, der noch ein bisschen mehr Spaß bereitet. Das ist nicht schön. Überhaupt nicht. Oh. Aber trotz allem einen Daumen nach oben für den Subaru Outback. Wahre Schwächen hat er eigentlich nur mit der Lineatronic und dem hohen Verbrauch. Des Weiteren ist der Preis von 42.000 Euro doch recht happig, aber irgendwie auch das Ganze wert. Das war unser Video vom Subaru Outback. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob er eine Alternative für euch zu einem Kombi oder SUV ist. Und natürlich nicht vergessen, einen Daumen nach oben dazulassen und zu abonnieren.